Willkommen zu unserer Konferenz Intuition und Schmerz. Schmerz sei Dank. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute von ganz, ganz vielen unterschiedlich verschiedenen bezauberten Referenten, Referentinnen, wie heute als erstes aus Neu-Delhi von Susanna Mittermeier. Ja, ganz herzlich willkommen, Susanna, und ganz liebe Grüße nach Indien. Ja, hallo aus Indien. Freut mich, dabei zu sein. Es ist ein ganz tolles Thema. Schmerz sei Dank oder Schmerz als Möglichkeit. Ja, Schmerz ist so ein Thema, das so, ja, was soll das, ne? Was hat es da auf sich? Schmerz ist etwas, das die meisten Leute vermeiden wollen und überhaupt nicht haben wollen. Das will man am liebsten loswerden. Und je mehr man versucht, Schmerz loszuwerden, ja, wir wissen alle, was das kreiert, nämlich noch mehr davon. Und es ist mit allem so. Also alles, was du versuchst zu vermeiden, alles, was du versuchst nicht zu haben, ist etwas, das du, wo du mehr davon kreierst. Ja? Und also dieser Schmerz, ja, denn also das Ding, das wir Schmerz nennen, ist also jedes Mal, wenn du irgendeinen Widerstand gegen etwas hast oder jemanden, kreiert man diese Kontraktion, die man Schmerz nennt. Ja? Also allein physikalisch, du hast eine Kraft, also eine Kraft und du baust eine Mauer auf und dann, was da entsteht, diese Energie hier, ist das, was man Schmerz nennt. Ja? Also jeder Widerstand kreiert Schmerz. Und also ich kann sagen von meinem Hintergrund, ich arbeite mit sehr vielen Menschen, die irgendwas mit Schmerzen zu tun haben, ob es jetzt physische Schmerzen sind oder psychische Schmerzen sind. Ich bin auch klinische Psychologin und da geht es sehr oft um Schmerz. Also physisch oder psychisch, das spielt oft irgendwie zusammen. Und ich habe einfach jedes Mal bei jedem Patienten, jedem Klienten erfahren, dass das, was die Leute Schmerz nennen, wenn man fragt, ja, was ist denn das? Also wenn man von diesem Widerstand wegkommt und fragt, Moment mal, das, was ich Schmerz nenne, was ist das? Und was mache ich damit, Matik schon mal aufgelockert wird? Warum? Weil jeder Schmerz ist sozusagen ein Schlusssatz, eine Schlussfolgerung, die man hat. Um Gottes Willen, da stimmt was nicht. Und je mehr man dem Energie gibt, je mehr Energie man dem Widerstand gibt, desto stärker wird das und desto stärker wird der Schmerz. Und indem man Fragen stellt, lockert man das Ganze schon langsam auf. Ich mache hier ein bisschen den indischen Kopf. Das Wackeln, das gefällt mir so hier. Allein das lockert schon mal den Schmerz. Und jede Frage ist eine Auflockerung von dem Widerstand, den man hat. Wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Susanna, sagt, kurz, Moment mal, das, was ich so festgefahren und furchtbar finde, ja? Der Ton ist manchmal so ein bisschen, genau, ich glaube, es ist gut, wenn ein bisschen langsamer zu sprechen, als wenn der Ton manchmal nicht hinterherkommt, dann gibt es manchmal so Überschneidungen, genau. Langsam, das ist ein guter Tipp. Danke. So jedes Mal, wenn du einen Schmerz hast und stattdessen eine Frage stellst, lockerst du diesen Widerstand auf und kreierst dadurch eine Möglichkeit. Ob das jetzt Angst ist oder ob das ein physischer oder psychischer Schmerz ist, jedes Mal, wenn du fragst, was ist das, dann lockerst du diesen Schmerz auf. Das heißt, dieser Schmerz ist eigentlich eine Intensität, die dein Körper dir zeigt. Dein Körper gibt dir Information, ja, also dein Körper gibt dir hier Information und wenn du fragst, Moment mal, was gibt mir der Körper für eine Information, kannst du auch wieder die Richtung ändern. Das heißt, du spürst, was in dir hochkommt und oft ist es so, man kommt zu einem gewissen Niveau an Intensität und dann sagt man, stopp, das ist jetzt Schmerz. Das heißt, jeder Schmerz ist eigentlich eine Intensität, ein Gewahrsein, das zu einer gewissen Intensität kommt und dann nennt man es Schmerz. Also man interpretiert es als Schmerz, aber im Sein ist es eigentlich nur eine Information, die man bekommt, die eigentlich ein Gewahrsein ist. Ja? Also dein Körper nimmt ständig Informationen wahr, ob das jetzt von der Erde ist, oder von anderen Menschen. Also du nimmst ständig Dinge wahr. Und manchmal sind diese Dinge, die du wahrnimmst, so intensiv,
dass du glaubst, du musst den Widerstand leisten, dass du glaubst, oh, jetzt wird es zu viel, jetzt werde ich überwältigt. Und nach einer gewissen Intensität sagt man Stopp. Und dann interpretiert man das als Schmerz. Ja? Das heißt, wenn du Schmerzen hast, kannst du dir selber die Frage stellen, was nehme ich hier wahr, das ich noch nicht anerkannt habe? Ja, also das ist eine Frage, die ich ständig anderen gebe und mit der ich selber arbeite. Was nehme ich hier wahr, das ich noch nicht anerkannt habe? Ja? Und es ist immer irgendwo eine Information her. Und bei Schmerz vor allem ist es so, es ist so normal in der Welt, in der wir leben, Schmerzen zu haben. Warum? Weil wir gelernt haben, ständig der Wahrnehmung, die wir hier haben, also alles, was wir wahrnehmen, den Widerstand zu leisten. Weil wir glauben, es könnte mal zu viel werden. Und dieser Widerstand kreiert diese Kontraktion, dieses Zusammenziehen, anstatt die Möglichkeit, ja, Schmerz als Möglichkeit, nämlich die Information, die dir gegeben wird, wo du fragen kannst, oh wow, was nehme ich hier eigentlich wahr? Ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich war mal in Australien, war das, und da hat mein rechtes Bein hat angefangen zu zittern, auch richtig so intensiv, dass man es Schmerz nennen könnte. Und ich habe gesagt, so überall, wo ich gerade die Ansicht habe, dass ich jetzt einen Schmerz empfinde, das lasse ich jetzt mal los. Und habe gefragt, was ist das? Was ist dieses Zittern im Bein? Und mir kam die Information, das Gewahrsein, oh, das ist irgendwas mit der Erde. Und mein Gehirn hat natürlich gesagt, das gibt's doch gar nicht, komisch, was heißt Erde? Und dann habe ich weiter gefragt, so, was ist mit der Erde? Und mir kam die Information Vulkanausbruch. Und mein Gehirn hat natürlich wieder gesagt, also das ist ja jetzt totaler Humbug, aber irgendwo habe ich gewusst, das stimmt schon. Und dann habe ich gefragt, wo Vulkanausbruch? Irgendwo oberhalb Nordeuropa. Ja, also irgendwo so da im Norden, oberhalb von Skandinavien, so irgendwo, ja. Und sobald ich dieses Gewahrsein anerkannt habe, hat mein Bein aufgehört zu schmerzen und zu zittern. 3 Wochen später war der Vulkanausbruch in Island. Das heißt, ja, das Tolle ist, dein Körper gibt dir ständig Informationen, was vorgeht, was mit der Erde los ist, was mit den Menschen um dich herum los ist. Das heißt, hier ist es ganz wichtig zu wissen, was hat mit dir und deinem Körper zu tun und was ist eine Wahrnehmung, die du hier einfach spürst. Und sobald du anerkennst, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern einfach eine Wahrnehmung ist von dem, was um dich herum vorgeht, desto mehr wird dieses Ding, das du Schmerz nennst, aufgelockert. Ja? Das heißt, du kannst einfach die Frage stellen, so das, was ich Schmerz nenne, ist das hier meines oder nehme ich das wahr? Ist das von der Erde, ist das von jemandem anderen, von etwas anderem? Und so kannst du dir selber helfen, zu wissen und anzuerkennen, was du spürst und was du wahrnimmst. Ja? Weil wirklich die Majorität, der Großteil von den Schmerzen, ob das psychisch oder physisch ist, hat nichts mit dir zu tun. Ja? Also de facto 99,9% von den Dingen, die du Schmerzen nennst, ist eine Wahrnehmung und hat nichts mit dir zu tun. Ja? So, ja. Wow. Wie ist die Connection? Hört immer, sie mich gut? Ja, zwischendurch kommen immer mal so kleine, aber es geht im Großen und Ganzen. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Und was kannst du den Menschen noch, also sozusagen immer hinterfragen? Das ist die einzige Möglichkeit, um das zu unterscheiden. Ja, hinterfragen und auch einen Willen, die Information zu empfangen. Das ist auch ein riesengroßer Punkt, weil man glaubt immer, es könnte zu viel werden. Und je mehr du deine Barrieren runterfahren lässt, also Barrieren heißt überall, wo du versuchst, dich zu schützen, ja? Weil Schutz funktioniert nicht. Schutz ist das, wo du Barrieren hochmachst und nicht empfängst, was eigentlich für dich als Möglichkeit da ist.
Und Barrieren oben haben, das braucht sehr viel Energie und sehr viel Arbeit. Das heißt, wenn du nicht versuchst, dich zu schützen, hast du mehr Möglichkeiten zu empfangen. Und empfangen heißt ja nicht festhalten, sondern empfangen heißt einfach durchgehen lassen, einfach wahrnehmen. Weil es kann dir nichts wehtun, außer du sagst, oh, das tut jetzt weh oder das tangiert mich negativ oder das beeinflusst mich negativ. Ja? Das sind deine Ansichten, kreieren deine Realität. Wenn du sagst, das ist negative Energie, die könnte mir wehtun, hat das nichts mit der Energie an sich zu tun, sondern mit deiner Interpretation dessen. Ja? Weil es gibt keine positive oder keine negative Energie. Energie ist einfach Energie. Es kommt darauf an, welche Ladung du mit deinen Ansichten drauflegst. Das heißt, wenn du dir erlaubst, alles zu empfangen, dann kannst du auch diese Barrieren runterlassen und einfach empfangen, mehr als du dir vorstellen konntest. Und dann ist das mit dem Schmerz auch nicht mehr ein Thema, weil du nicht mehr die Ansicht hast, du musst dich schützen oder dagegen kämpfen. Der größte Schutz ist eigentlich das Gewahrsein. Nicht, jetzt muss ich aufpassen, sondern dein Gewahrsein und wissen, aha, okay, jetzt weiß ich, es ist keine gute Idee, dort und dort hinzugehen. Ja, zum Beispiel jetzt in New Delhi würde ich jetzt nicht einfach so auf die Straße am Abend gehen. Ja, das sagt mir schon mein Gewahrsein, das ist keine gute Idee. Ja, also Gewahrsein ist der größte Schutz, nicht deine Ansichten und deine Barrieren. Und so kann man sich auch mit Schmerzen helfen. Ja? Also einfach willig sein, die Informationen, die dir dein Körper gibt, zu empfangen und zu hinterfragen, weil es bereichert dein Leben unglaublich. Ja? Weil du weißt, wann es keine gute Idee ist, dort und dorthin zu gehen. Und du weißt aber auch, wow, hier zu sein trägt meinem Körper sehr viel bei. Zum Beispiel heute in den Park zu gehen oder das Schneetreiben jetzt in Europa zu genießen. Och, das ist etwas, das meinem Körper beiträgt. Oder vielleicht ein anderes Mal spürst du, das ist keine gute Idee, aber dein Gewahrsein gibt dir einfach so viel Information, wo du weißt, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und das ist eine Willigkeit, für dich selber da zu sein, die viele Menschen nicht haben. Und das ist meine Einladung für alle, die das gerade anschauen, einfach diesen Willen für sich selber so da zu sein, dass man vertraut, dass man weiß, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Ja? Oh ja. Hat, ja, Wow. Also es ist gut zu so, hören. so ja, so genial, so genial, wirklich. Das, ja, und da wieder, das hat mir wie so oft oder wie jedes Mal so, ja, so einfach, ne? Also das, man muss gar nicht irgendwie groß und ne, analysieren und das und die. Es ist einfach. Und du trainierst Ja. auch Menschen sozusagen in diesem Gewahrsein, oder? Ja, Ja. sehr viel, weil das Gewahrsein ist eine Schatzkiste, die wir Ja. haben. Ja. Gewahrsein ist eine unglaubliche Information, größer als das Internet, größer als Google oder all die ganzen Suchmaschinen. Es gibt dir so viel Information, um in dieser Welt zu navigieren, auf eine ganz einfache Weise, weil du damit spürst, ach, das fühlt sich leicht an, mehr davon, das fühlt sich schwer an, das lassen wir lieber. Und auf diese Weise wird die Kreation des Lebens so einfach. Und das Analysieren fällt weg, weil Analysieren bedeutet, du fragst, warum ist es so? Und wenn du fragst, warum, dann gehst du tiefer in den Schmerz hinein und du machst den Schmerz mehr real als die Möglichkeit, ihn zu verändern. Und das sage ich vor allem als Psychotherapeutin und Psychologin, wo ich getrainiert worden bin, dieses Warum zu fragen. Warum ist etwas, das nicht etwas verändert, sondern es macht die Dinge mehr real? Das Interessante ist, wie kann ich es ändern? Nummer eins, kann ich es verändern? Und wenn ja, wie kann ich es verändern? Das sind eigentlich die mehr interessanten Fragen, ja? Also der Pragmatismus dahinter, das, was funktioniert, nicht das Warum. Und das mit dem Schmerz ist auch etwas, das man sehr oft nachahmt.
Ja, also man ahmt oft den Schmerz nach von anderen. Man spürt den Schmerz, der in dieser Welt vorgeht. Diese Welt besteht sehr viel aus Traurigkeit und Schmerz. Das ist einer der wertvollsten Produkte dieser Realität. Leider, aber so ist es. Und oft, um einfach sich real zu fühlen, kreiert man gerne Schmerz oder man ahmt ihn von anderen Menschen nach. Und das ist einfach etwas, das man gewohnt ist und schon seit Jahren, seit man Kind ist, trainiert hat, dieses Nachahmen von Schmerzen. Anstatt sich, und da kann man auch sagen, ich verwende gerne den Löschungssatz von Access Consciousness, und den kann man gerne verwenden, indem man sagt, so überall, wo ich die Schmerzen dieser Welt nachahme und in mich hineinfresse, das zerstöre und umkriege ich jetzt. Und dann sagt man, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und wie schon im letzten Video, ihr könnt die Bedeutung dieses Satzes nachschauen. Da gibt es ein Video, das ich gemacht habe auf YouTube, und zwar Susanna Mittermeier, Löschungssatz, Access Consciousness. Und da kriegt sie jedes Wort erklärt. Und es ist einfach, wo man merkt, ich kann diese Nachahmung der Schmerzen dieser Welt loslassen. Weil wenn du dich fragst, wie viel von diesem Schmerz, den ich mit mir trage, in mir trage, ist eigentlich der Schmerz dieser Welt, den ich versuche zu heilen. Mhm. Ja, und viele Menschen haben Heilungsfähigkeiten, Kapazitäten, die sie noch nicht anerkannt haben. Und wenn du Heilungsfähigkeiten hast, die du noch nicht anerkannt hast, dann verwendest du sie gerne gegen dich und gegen deinen Körper. Mhm. Ja, also du kannst deinen Körper fragen, hey Körper, hast du Heilungskapazitäten, die ich noch nicht anerkannt habe? Und nur weil du diese Fähigkeiten hast, heißt das nicht, dass du sie ständig einsetzen musst, sondern da ist immer die Frage, kann die Person das empfangen, ja oder nein? Wenn ja, gut, leg los. Wenn nicht, dann lass es lieber, weil es soll die Wahl jeder Person sein, Schmerzen zu haben oder nicht. Das eine ist nicht besser als das andere. Es ist einfach nur eine Wahl, die jeder hat. Wow. Ja. So einfach, genau. Und stellst du fest, gerade im Trainieren des Gewahrseins, dass jeder einfach da einen anderen Zugang hat? Dass das auch nicht immer, ne? Also man, ich nehme da wirklich nichts wahr, ich kriege da keine Infos. So, jeder hat ja, denke ich, auch ein bisschen anderes System, wie das funktioniert, ne? Guter Ansatz, den du da ansprichst, weil das stimmt, viele sagen, ach, ich nehme doch, wieso, spüre ich gar nicht, ne? Weil wenn man sehr gewohnt ist, von diesem Ding hier oben, ja, von dem Kastel hier oben zu leben, dann hat man sich nicht wirklich, dann ist man einfach nicht gewohnt, das zu spüren, was man spürt. Aber die Sache ist, du kannst nicht nicht spüren. Ja? Dein Körper spürt, ob du willst oder nicht. Du nimmst wahr, ob du willst oder nicht. Ja? Das ist etwas, das einfach natürlich ist. Aber du hast dir den Zugang dazu verbaut durch die Wichtigkeit von dem hier oben. Ja, also wenn dein Gehirn, dein Verstand eines der wichtigsten Navigationssysteme ist für dein Leben, dann hast du dir dazu einfach den Zugang verbaut, zu spüren, was du spürst und wahrzunehmen, was du wahrnimmst. Und das ist einfach ein Umtrainieren, ein Weglassen von dem, was hier oben ist, vom Verstand, dass du wieder Zugang hast zu dem, was du spürst, weil du nimmst es wahr, ob du willst oder nicht. Und die meisten glauben, dass Wahrnehmung immer stark und intensiv ist und irgendwas mit Gefühlen zu tun hat. Das hat es aber nicht. Mhm. Wahrnehmung kann oft federleicht sein. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst und du hast irgendwie so die Wahrnehmung, ach, pack doch die Regenkleider ein, ja? Obwohl du nach Mallorca fährst. Und dein Verstand sagt, brauchen wir doch nicht, das ist doch warm und schön und sonnig, aber irgendwo spürst du, na, es ist eine gute Idee, diese Regenkleider einzupacken. Und dann oft sagt man, nee, brauche ich nicht, und dann ist man dort und es regnet. Das heißt, man hat es sowieso schon gespürt, aber man ist nicht gewohnt, darauf zu vertrauen. Mhm. Mhm. Es ist einfach dieses Vertrauen üben, dass du weißt, dass du weißt. Ja, super. Oh,
Also fantastisch. Ja, es hätte nicht besser ja, beginnen können, diese Schmerzkonferenz. Das macht so einen so großen, weiten Raum auf. Ja, wunderbar. Und ich bin gespannt, was dann in diesen großen, weiten Raum alles noch reinkommt an verschiedenen Informationen. Und ne, dass das alles ja auch nicht gegensätzlich, jeder hat andere Erfahrungen. Und ja, ich liebe Einfachheit, ich liebe kreative Einfachheit. Und das ist es einfach, ja, das, was du hier schilderst und nicht nur schilderst, sondern einfach lebst. Und das spürt man in jeder Zelle. Und es ist schön, immer wieder auch erinnert zu werden. Ja, ne, wir machen es oft sehr gerne, sehr, sehr gerne mit Freude kompliziert. Spaß machen. Auch das ist okay. Solange es Spaß macht, kann man auch kompliziert machen. Oh, ganz super. Ja, ganz herzlichsten Dank. Ist dir noch was wichtig? Ne, das Ist war schon klar. sehr Ja, viel, habe glaube ich. ich. Ja. Ich glaube, es ist auch gut, diese Videos jetzt überhaupt nochmal anzuschauen, weil Ja. oft hört man beim zweiten Mal ganz andere Informationen als beim ersten Mal. Also das kann ich Genau. auch empfehlen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, liebe Susanna. Liebe Grüße nach Indien. Dort Gerne. noch ganz schöne Zeit noch und schick mal ein bisschen Danke. Sonne rüber. Können wir ein bisschen gebrauchen. So ein bisschen, ne? Ich. Okay, und dann bis dann gleich bald in den nächsten Bis Konferenzen. bald. Und zwar herzlichsten Freue Dank. mich. Danke, Susanna. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, ich habe jetzt ausgeschaltet. Genau. Super. Cool. Wow, echt super. War's Ja. okay mit der Verbindung? Ja, wie gesagt, es gab so kleine, nachher wurde es besser, ne, wo du langsamer gesprochen hast. Warte, ich mache nochmal Video an. Gut. Genau, da wurde es dann besser. Es gab so ganz kleine Momente, aber man konnte es trotzdem noch verstehen, den Zusammenhang. Ja. Und Okay, es war gut. das Einzige, Passt. was halt das dann, aber das ist jetzt nicht so schlimm, die Stimme und die Mundbewegungen nicht mehr übereinstimmten, ne? Aber das ist egal. Das Wesentliche kommt an. Ja, Oh, super, passt. ganz super. Oh, wie lange bleibst du noch? Bis Montag. Ah, Also nächsten Montag. okay. Ja. Wow. Ja. Ach, schön. Hat mir echt Ja, und super es ist so gefallen. schön warm hier. Es ist zwar Winter hier, aber es Ah. ist so richtig mild angenehm. Es ist eine super Jahreszeit für Indien, muss ich sagen. Der Februar. Ja? Du warst schon öfter dort. Ich war noch, Nein, ich nein, noch nicht, noch nicht. aber wenn, also Februar ist so toll, weil es ist nicht heiß und es ist aber sonnig und mild, es ist echt schön. Also kann man Ja. gut aushalten. Ich war auch noch nicht. Ja, Super, ganz okay. toll. Ah, super. Na, mich hat es auch nie hergezogen, weil ich habe immer so einen Widerstand gegen Indien gehabt und habe dann auch gemerkt, naja, wie viele Lebenszeiten war man schon hier?